freue mich, dass Sie da, alle da sind und hoffentlich sich auch über die Werke freuen und überrascht sind und hier diese wunderschöne Natur genießen. Jetzt übergebe ich das Telefon, das Mikrofon an unsere liebe Bürgermeisterin. Sie kommt zu dir, ja? Genau, ich habe wieder ganz viele Zettel, auf die ich nicht gucken werde, aber gut. Ja. Ja, liebe Bina, lieber Wilfried, vielen, vielen Dank, dass ich hier sein darf, aber noch mehr vielen, vielen Dank für euren Einsatz. Und das gilt natürlich auch für Sie, liebe Künstlerinnen und liebe Künstler, die heute hier sind und die den Mut haben, so viele Jahre gemeinsam mit Bina und Wilfried hier bei uns in der Ruhraue unterwegs zu sein und diesen Skulpturenweg auf den Weg zu bringen. Begrüßen möchte ich natürlich auch die Vertreter des Stadtmarketingvereins. Ich glaube, Herr Vonnenbruch hält da heute die Fahne hoch und unseren Ortsvorsteher, der auch hier ist. Hallo Alfons. Und natürlich auch alle anderen, die hier sind. Herzlichen Dank, dass Sie heute Morgen den Weg nach hier gefunden haben und da sind zum 10. Skulpturenweg an der Ruhr. Das ist, glaube ich, schon etwas ganz Besonderes, denn seit 2009 das Engagement nicht abreißt mit all den Besonderheiten, den Schwierigkeiten, aber eben auch den ganz besonderen, tollen Momenten, die man auf so einem Skulpturenweg erleben kann. Denn ich glaube, wir sind uns einig, das ist hier schon ein ganz besonderer Ort, der, glaube ich, auch hervorragend zu dem Motto dieses Jahr passt. Parallel Welten, die kann man hier in der Ruhraue sicherlich ganz besonders erleben, verbunden mit der Landschaft. Und in dieser Landschaft finden dann Ihre Kunstwerke, Ihr Wirken nochmal ganz besondere Aspekte. Und das natürlich nicht nur für die Leute, die ganz bewusst zum Skulpturenweg kommen, sondern, und ich glaube, das ist das Schöne und das ganz Besondere, auch für die Leute, die zufällig vorbeikommen, oben die Augen sehen und dann einfach neugierig sind und sich ihre Werke anschauen, die hier in der Natur auf der einen Seite so eingebunden sind in die Landschaft, auf der anderen Seite aber eben auch solche besonderen Aspekte setzen. Ja, und Parallelwelten kann man hier auch besonders gut erleben. Man mag das bei dem Wetter und dem friedlichen Ambiente, das wir heute haben, gar nicht glauben, aber vor einem guten Jahr hätten wir hier nicht stehen können, sondern da haben hier tatsächlich, wie in vielen anderen Orten Nordrhein-Westfalen, tosende Wassermassen den Raum eingenommen, so eingenommen, dass auch hier bei uns in Linnich Menschen verletzt worden sind, beziehungsweise Häuser zerstört, und es ist wirklich unvorstellbar, was für eine andere Welt es hier war. Und ich glaube, das zeigt einfach, dass Parallelwelten eben auch hier stattfinden. Wobei wir, glaube ich, mit gutem Recht sagen dürfen, wir sind noch gut davon gekommen. Gott sei Dank haben sich die Schäden dann doch in Grenzen gehalten. Und es sind im Gegensatz zu Eschweiler, Stolberg, ganz nahen Städten, hier keine Menschen ums Leben gekommen. Und Parallelität heißt ja auch gleichartig sein. Und solche Dinge, die auf einmal unvorstellbar waren, zeigen eben auch ganz andere Gleichartigkeit. Sie haben nämlich hier bei uns in Linnich und ich glaube an vielen Orten gezeigt, wie gleich wir uns fühlen, wie solidarisch wir uns fühlen und wie gut wir miteinander dann auch helfen. Und ich glaube, das ist etwas, was Ihre Kunst und was Kunst eigentlich bewirken soll und was uns in den letzten 2, 3 Jahren auch wieder in einer unvorstellbaren Parallelwelt, bedingt durch Virus und Ähnliches, ja erlebt haben, dass uns dieses Miteinander, aneinander reiben, miteinander Kunst erleben, miteinander unterwegs sind, wirklich gefehlt hat. Und ich glaube, deswegen ist es wunderbar, dass wir das jetzt wieder tun können und dass Sie alle Parallelwelten aufzeigen, die anders sind, die zum Nachdenken anregen, die Inspiration sind. Und dafür kann ich Ihnen nicht genug danken. Ich sehe hier links auch Herrn Fieten, auch die alte Kirche in Körnzig zeigt das auf ganz besondere Art und Weise, wie man zusammenkommt, wie Kunst erlebbar wird und wie Menschen davon inspiriert sind. Wir haben trotzdem den Mut, hier auszustellen in diesem Raum. Ihnen allen herzlichen Dank für den Mut, hier zu sein, für den Mut auszustellen, Ihre Werke in diesen Raum zu bringen, wo es leider auch diesen negativen Aspekt von Parallel und Welten schon mal gibt. Von Menschen, die so in ihrer Welt ein bisschen die Realität verlieren und dann auch geneigt sind, sich an solchen Dingen zu vergehen. Das ist bedauerlich, aber etwas, was Sie trotzdem irgendwo auch in Kauf nehmen und sagen, wir haben trotzdem den Mut, hier auszustellen in diesem Raum. Und ich weiß, es gab da auch durchaus Rückschläge, ihr habt oftmals auch Dinge neu aufbauen müssen. Vielen Dank, dass ihr euch nicht unterbekommen lässt. Vielen Dank, dass ihr wieder hier seid und danke an Sie alle, dass Sie diesen Skulpturenweg begleiten. Ich wünsche Ihnen allen ganz besondere, inspirierende Welten, neue Einblicke, gute Ideen und Parallelwelten, die zum Träumen und ja, Fantasieentwickeln anregen. Herzlichen Dank für euer Engagement. Vielen Dank.
können sich gerne erstmal erfrischen oder sie gehen einfach mal durch oder erfrischen sich danach. Wir haben also kalte Getränke, kalte Melone und Schatten. Was will man mehr? Viel Spaß!